Fahren Sie um den Kreisverkehr herum. Dritte Ausfahrt. Ja, einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Turkaholika. Es ist Montagmorgen, wir haben jetzt 10 Uhr und ich bin bester Laune. Heute ist nämlich alles gut, es ist wirklich alles gut. Die Tour ist gut, das Wetter ist gut, naja, es war bis gerade wenigstens gut. Die Tour ist gut und das auch Montag. Das macht mir etwas Angst, muss ich da mal zugeben. Ja, wie am Freitag schon gesagt, also nicht am Freitag, am Sonntag schon gesagt, ich bin auf dem Weg in Richtung Allgäu, komme jetzt auch gleich schon mal beim ersten Kunden an, und zwar beim Wagner in Weisingen, Weisingen an der Brenz. Ja, und mein LKW ist voll bis oben hin und bis hinten hin, und zwar sieht das so aus, kann man auch Volumentransporte nennen. Vorne alles Kartonpaletten, hinten alles Reifen und hier hinten eine Tür, nicht mal mehr fingerbreit Platz, also bis auf den letzten Zentimeter ausgeladen. Wie gesagt, man hätte vielleicht oben noch eine Palette draufstellen können auf die Reifen oder so, aber sowas machen wir ja nicht. Was natürlich wieder ein bisschen unglücklich ist, das ist die Art der Beladung. Vorne die Kartonpaletten ist natürlich wieder Duschkabinen aus Kunststoff. Diese 17 Paletten wiegen circa 2,2 Tonnen und die Reifen hinten circa 6,5 Tonnen. Und wie ihr da gesehen habt, ist ja Hälfte-Hälfte, also die vordere Hälfte leicht, die hintere Hälfte schwer. Aber das hat heute eigentlich ganz gut geklappt. Also es ließ sich gut fahren, war jetzt nicht übergewichtig nach hinten, also dass er geschwankt hat oder aufgeschaukelt hat. Wie gesagt, ne? Alles gut. ich fahre jetzt, wie gesagt, heute Weisingen und Kempten. Kempten schaffe ich heute noch, Wangen im Allgäu schaffe ich heute allerdings nicht mehr, weil das von meiner Fahrzeit her nicht klappt. Ich bin jetzt seit, also Lenkzeit 6 Stunden 49 bei 516 Kilometer. Von hier aus über Kempten nach Wangen sind noch insgesamt gute 200 Kilometer. Davon sind gute 60, 70 Kilometer Landstraße. Also das ist in 2 Stunden 10 nicht zu schaffen. Selbst wenn es Autobahn wäre, wäre es nicht zu schaffen. Also machen wir Wangen morgen früh. Ich habe auch bis jetzt noch keine Abholer, das heißt, ich würde dann heute Mittag leer in Wangen stehen, wenn ich es bis Wangen schaffen würde. Hat ja auch keinen Sinn. So kann ich den morgen früh, der macht um 6:30 auf, dann kann ich den morgen früh bequem machen. Und dann kann ich dann auch warten auf die Dinge, die da kommen. Ja, man schafft ein bisschen Zeit zu suchen. Es werden sowieso Reifen sein. Ich denke mal, dass da unten so also 2-3 Steinbrüche oder 2-3 Reifenhändler sind, die so ein paar Reifen für mich haben. Also alles so wie gewohnt. Ja, wir laden den mal ab und dann geht es noch nach Kempten und danach geht die Parkplatzsuche los, weil von Kempten aus rüber nach Wangen ist Landstraße. Aber ich denke mal, ich werde da wieder in Isny stehen bleiben, wo ich das letzte Mal gestanden habe, wo dieser hohe Schnee war. Aber das weiß ich alles noch nicht. Erstmal gucken, dass wir nach Kempten kommen. Naja, Seta hat mich doch wieder vertan. Das ist der, ja, genau, das ist der, wo sie letzte Mal, wo ich gesagt habe, ich soll Reifen abholen für Rösler. Und wo hier hinten in der Ecke die Firma Rösner ist. Wo sie gesagt haben, ich sollte nach Rösner fahren, da ich ja dahin will. Das sind dann die verschiedenen Dialekte, die unterschiedlichen Sprachweisen. So, dann müssen wir einfach zur Werkstatt. Das machen wir nämlich so rum. Ja, dann suchen wir jetzt erstmal einen, der mir das ablädt. Dann werde ich wahrscheinlich wieder in diese Waschhalle müssen, wo ich sie geladen habe, das letzte Mal. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich.
Ja, Dienstag ist es. Unweis ist es mal wieder. Allerdings war es das gestern Mittag, als ich unten angekommen bin, noch nicht. Ja, also ich bin gestern bis 16 Uhr gefahren. Ich habe um 16 Uhr Feierabend gemacht. Da war hier eigentlich noch alles grün. Ich habe dann noch ein bisschen so ein Happenwasser gegessen, habe was zu essen gemacht. Bin dann um 6 Uhr schlafen gegangen. Da war wieder die berühmte Stunde. Ich wollte mich eigentlich nur ein Stündchen hinlegen oder zwei. Und dann nochmal aufstehen. Aufgestanden bin ich dann heute Morgen um 5. Ich habe voll durchgepennt. Ich habe mir zwar für gestern Abend Wecker gestellt, aber das habe ich noch nicht mehr mitgekriegt, wie ich den wieder ausgemacht habe. Aber ich habe die Nacht davor auch nur 2 Stunden geschlafen. Irgendwann ist die Luft mal raus. Ne? Ja, auf jeden Fall war gestern noch alles grün. Ich mache heute Morgen die Gardinen auf, auf einmal war alles weiß. Das ist, so schnell geht's. Ja, mit der Reifenabladerei, das konnte ich nicht filmen. Bei dem ersten, das ging ratzfatz, der hatte innerhalb von 10 Minuten die 8 Reifen runter, die er da gekriegt hat. Und bei dem zweiten, in Kempten, das war Pneuhage, normalerweise hat der vorne so einen kleinen Hof, der war aber komplett voll, also haben wir da an der Straße abgeladen. Und das war wieder ein Hin und Her. Der hat auch 8 Reifen gekriegt. Es hat erstmal eine gefühlte Ewigkeit gedauert, bis er die runter hatte. Und als er die alle runter hatte und hinten in seiner Halle, kam dann der Chef von diesem Laden und meinte, die sind gar nicht für hier, die sind für Ulm. Immer wieder Ulm. Also Ulm ist mein Lieblingsreifenkunde sozusagen. Da ist immer irgendwas, ist da immer. Das eine Mal war ja da, wo ich diese 20 Reifen abholen sollte, wo er allerdings nicht wusste, welche das sind. Ich die Reifen trotzdem nicht gekriegt habe. Beim zweiten Mal habe ich ihm ja Reifen angeliefert, die er dann wohl doch nicht haben wollte, die ich dann wieder mitgenommen habe. Ja, und jetzt gestern in Kempten hieß es, Ulm hätte die bestellt. Ich hab ihm mal gesagt, ich habe aber die Reifen auch hier abgeholt. Er sagte, ja, das war auch ein Auftrag von Ulm. Ulm hat den Auftrag gegeben, die bei uns abzuholen, weil der Steinbruch bei uns in der Nähe ist. Ja, aber die Neureifen, also die runderneuerten, die sollten eigentlich zurück nach Ulm. Ha, naja, jetzt haben die sich geeinigt, dass die sich aus Ulm die selber abholen. Ich bin mal gespannt, mit was sie sich die abholen wollen. Ich weiß, dass die in Ulm 7,5 Tonner haben. Und diese Busse, selbst wenn 7,5 Tonner, müssten sie zweimal fahren, weil 8 Reifen einfach zu schwer sind für so einen 7,5 Tonner. Vor allen Dingen haben die in ihren 7,5 Tonnen ja ihre Gerätschaften drin. Das sind ja meistens Kundendienstfahrzeuge, also wo der Kompressor drin ist und die Reifenmaschine zum Abziehen. Aber die machen da sich da nicht so viel draus. Die laden das alles auf einmal und fahren das dann zurück nach Ulm. Naja, dann, als die Plane dann doch endlich zu war und ich abfahrbereit war, kam er dann nochmal raus und meinte, sie fahren doch für Rösler Dortmund. Ja, da kommen ja die Reifen her, ne? Ja, könnten Sie denn einen mitnehmen? Ist denn ein Auftrag für erteilt, dass ich den mitnehmen soll? Also einen Runderneuerungsauftrag? Nee, noch nicht. Ich rufe da mal an. Ja, ich habe Rösler angerufen, gesagt, die haben Reifen hier, soll ich den mitbringen? Da müsste aber ein Auftrag geschrieben werden und so. Naja, jetzt habe ich den Reifen drauf. Allerdings so einen, das ist immer doof, den hinzustellen, der liegt jetzt auf Palette. Ja, der wird mir wohl den ganzen Tag Platz wegnehmen, je nachdem, was ich heute abzuholen habe. Jetzt fahre ich erstmal nach Wangen, bringe da diese 17 Paletten Kunststoff weg. Eine Palette ist retour, steht da für mich. Und dann schauen wir mal, wie der Tag so weitergeht. Ich werde euch darüber berichten. Bis gleich. Jo, ich stehe im Stau. Das ist mittlerweile allerdings schon seit über einer Stunde jetzt. Schrecklich. Ich bin auf der A6. Ich war gerade in Künzelsau. Vorsichtig mit der Betonung, man könnte auch Künzelsau sagen. Aber ich glaube, das haben die Künzelsauer nicht so gerne.
wenn man es für den Künstler so gesagt. Nur Spaß, nur Spaß, falls Künzelsauer dabei sind. Ich bin auf Weg von Künzelsau nach Mannheim, nicht nach Mannheim, nach Hockenheim. Muss dann natürlich die A6 fahren. Katastrophe, richtige Katastrophe. Ich habe es jetzt heute nicht mehr so eilig. Ich habe jetzt einen Reifenhändler, da hole ich 3 Reifen noch ab. Und dann geht es so weit wie möglich zurück. Morgen geht es nach Hasselt, nach Belgien, mit einem vollen Auflieger, voll Reifen. Abladen, dann Hasselt auch wieder neu laden, voll mit Altreifen und das wieder zurück nach Olli. Aber trotzdem ist das hier alles andere als schön. Das ist, da kommt erst eine Baustelle, dann kommt das erste Kreuz, dann kommt eine Baustelle, dann kommt das zweite Kreuz. Und also Verkehrsregeln in Deutschland sind auch, glaube ich, nur zum Spaß da. Es ist, wird einfach bis in die Baustelle mit dem LKW auf der mittleren Spur gefahren. Da ist scheißegal, was da kommt und scheißegal, was da passiert. Da verstopfen sie nach vorne wieder die Baustelle, dass man nicht, weil sie nicht rüberkommen. Und schon ist alles dicht. Vorhin standen wir auf der rechten Spur fest, 10 Minuten fest, ohne 1 Zentimeter zu fahren, und die mittlere und linke Spur liefen. Und auf der mittleren Spur sind wieder LKWs ohne Ende gefahren. Die Sache, das Schlimme an der ganzen Sache ist, nicht falsch verstehen jetzt, ich habe nichts gegen unsere osteuropäischen Fahrer, die machen auch nur ihren Job, aber die missachten das grundsätzlich. Es gibt auch genug deutsche Kennzeichen, die dabei sind, aber zu 95% sind das Kennzeichen aus Tschechien und Bulgarien. Denen ist das schnurzpiep egal, denen ist das vollkommen egal, aber die werden auch nie anhalten. Da achtet keiner drauf, da ist ein Zollfahrzeug auf der linken Spur und auf der mittleren Spur fahren 2 LKWs, die sind daran vorbeigefahren und die hat das nicht gekümmert. Ich meine, okay, ist Zoll, die dürfen bei sowas, glaube ich, nicht handeln, so viel ich informiert bin, aber die könnten ja über Funk vielleicht mal eine Streife anordnen. Aber es macht jeder, was er will auf unseren Autobahnen und deswegen bricht auch regelmäßig der Verkehr zusammen. Dazu kommt noch, dass mittlerweile einfach viel zu viel Blech für zu wenig Autobahnen da ist. Auch das trägt dazu bei, dass sich das hier immer wieder staut. Aber die A6 ist sowieso bei Heilbronn. Das sieht hier wohl täglich so aus. Ich fahre das ja nicht so oft. Ich fahre ja entweder oben A3 oder unten die A8. Die A6 ja nun ganz selten mal. Jetzt weiß ich auch warum nicht. Das nervt. Jetzt geht's gerade wieder. Mein Navi sagt auch wieder nichts von Stau. Eine Minute gleich hinter dieser Brücke hier. Aber das war vorhin auch schon so. Ich habe auf dem Rastplatz Pause gemacht, meine 3/4 Stunde, so wie es sein muss. Und bin dann auf die Autobahn gefahren. Das zeigte mir insgesamt 4 Staus mit insgesamt 7 Minuten an. Also da mal eine Minute, da mal 2 Minuten. Ja, wie gesagt, eine Stunde und 14 Minuten stand ich in einem Stau. Also irgendwas ist da gehörig falsch gelaufen. Naja, wir hoffen mal, dass wir jetzt ganz gut durchkommen. Wie gesagt, ist ein Reifenhändler in Hoppenheim. Der hat auf bis Ultimo, also bis 17.30 Uhr. Wir haben jetzt 14:45, also die 62 Kilometer dürfte ich in 3 Stunden 15 Minuten schaffen. Hoffe ich doch. Ja, und dann mal gucken. Ja, jetzt ist natürlich, ich bin jetzt schon bei 5 Stunden Lenkzeit von Hockenheim aus nach Dortmund sind gute 300 Kilometer, ein bisschen mehr, 320 glaube ich. Das sind 9 Stunden. Ich habe gestern schon eine 10er gemacht, also 9 Stunden 47 oder sowas habe ich gemacht gestern. Heute mache ich keine 10er. Dann kommt dann noch gleich die A5 und vielleicht mit Glück noch die A45, wenn ich bis dahin komme. Da wird da wohl noch so 1-2 Staus heute sein. Das wird mich alles ein bisschen zeitlich nach hinten werfen. Aber wie gesagt, morgen ist ja nicht so wild. Morgen früh bei Olli laden, dann nach Hasselt, dann zurück und bei Olli wieder ausladen. Mal schauen, wie es wird. Bis gleich mal. Ja, Leute, hier mal wieder das typische Problem. Wir haben jetzt abends 19 Uhr und ich bin auf dem Rastplatz. Rastplatz Dollenberg hier auf der A45 und wie ihr seht,
hier sieht aber gar nichts mehr. Hier ist alles bis zum Zerbersten zugeparkt. Aber mit viel Geschick und viel Rückwärtsfahren habe ich noch einen Parkplatz gekriegt. Zwar nicht unbedingt einen, wo ich parken darf, aber am Parkplatz. Und zwar stehe ich auf dem Pkw-Parkplatz. Da ist er. Wie man deutlich sieht hier, Pkw-Parkstreifen. Aber ich bin noch nicht der Einzige. Und zwar stehen hier mehrere Kollegen. Da kommt dann gleich wieder die Straßenmeisterei oder die Polizei und schreibt Kennzeichen auf, weil irgendeiner muss ja die kaputten Parkplätze bezahlen, sagen sie. Hier versuchen sie auch immer noch welche. Aber jetzt nichts mehr zu machen. Ich muss mal so einen Polensprinterfahrer, da hinten in der Ecke, muss ich mal loben. Der stand nämlich hier auf meinem Parkplatz. Aber er hat mir Platz gemacht. Ich habe ihn gefragt, ob er stehen bleibt. Er sagte, ich denke mal, dass er es gesagt hat. Ich habe nicht verstanden. Er meinte wohl, er könnte, aber es wäre kein Problem. Er könnte da vorne um die Ecke fahren. Kommt einer, guckt doof. Und das hat er dann für mich gemacht. Ja. Jetzt heißt es verkürzte Pause heute, 9 Stunden. Ich musste mich morgen früh um 7 Uhr in Dortmund sein, weil ich um 7:30 bei Olli sein muss. Abladen, neuladen für Hasselt, dann nach Hasselt und wieder zurück. Habe ich ja vorhin schon mal gesagt. Deswegen gehen wir jetzt, glaube ich, noch mal Pipi machen und dann ins Bett. Das Gute an dem Parkplatz hier ist nur, hier ist die Aussicht sehr schön, wenn es denn so fast dunkel ist. Ich weiß gar nicht, ob ihr das hier auf der Kamera überhaupt seht, weil der Blinkwinkel von der Kamera ja so ein bisschen anders ist als der wirkliche Blickwinkel. Da unten, das ist Herborn. Ich bin in Dollenberg, das da unten ist Herborn. Und das sieht ja von hier oben gar nicht so schlimm aus. Hier unten ist ein Weg. Dann kann man entlang gehen. Und da bin ich mal vor geraumer Zeit runtergegangen, weil ich dachte, da unten in Herborn gibt es bestimmt eine Dönerbude oder irgendwas zum Einkaufen. Ich war einfach zu geizig, in eine Raststätte zu gehen. Und mit diesem ganzen Berg da runtergelatscht. Das ist schon ein ganzes Stück. Runter ging ja noch, aber hoch, das war ja nicht normal. Naja, ich mach mal Feierabend für heute jetzt. Und dann werden wir morgen mal schauen, dass das alles funktioniert mit der Laderei. Und dann sehen wir uns, ich denke mal, entweder bei Olli oder morgen in Belgien wieder. Ja, ich würde sagen, gute Nacht. Bis morgen. We'll be right back.
ich nehme alles zurück, du kannst doch nicht. So, mehr oder weniger erfolgreich abgeladen und neu geladen. Da war ich wohl etwas voreilig, als ich sagte, der macht das ganz gut, der hat Übung, der Mann. Nein, hat er auch. Also ich bin da schon ein paar Mal gewesen und der normalerweise B und N lädt er immer mich. Und da war eine Schuld dran. Das ist ganz einfach, die Reifen, die ich gebracht habe, waren nass. Also da war Wasser drin von den ganzen Regen der letzten Tage. Und der musste ja mit dem Stapler abladen. Also er hat so eine Gabelverlängerung, da sind die Verlängerungen aus Stahl. Und die werden von Reifen zu Reifen immer nasser, deswegen hat das am Anfang ganz gut geklappt und nachher nicht mehr so. Und der geht ja ins Auge rein, also der greift ja die Reifen über die Wulst und wenn die Gabelzinken nass sind und dann diese Gummiwulst da drauf kommt, das hat den gleichen Effekt wie pure Schmierfett. Also wenn dann die Gabel nur so ein bisschen schräg ist, dann rutschen die entweder sofort vorne runter oder nach hinten vorm Baum. Ja, aber das ist natürlich auch passiert heute. Ne? So Leute, in Dortmund angekommen. Eigentlich wollte ich mich erst morgen wieder melden, aber ich bin so vorhin in Essen gewesen. Oh, da hat sich mein Mikrofon verabschiedet. Warte mal. Guck mal, wer da ist. Ah, moin, Buddy. Wir sind ja bei den Trackaholiker. Ja, genau. Ja, na klar. Bist du groß, ey. Komm ja. Hier. Guck mal, ich mach mich kleiner. Nee, musst du nicht. Klar, ne? Alles klar bei euch, ihr Holikers? Ja. Ne? Letzte Woche der Möbelkutscher, jetzt. Ja, letzte Woche hast du mit Sascha getroffen, stimmt. Ja, stimmt. Ja. Ne? Gleich gibt's mehr. Ich filme auch noch. Ja. Ne? Er muss das mal hier zusammenpacken. Ich muss hier das Fremdfahrzeug mal bei uns auf dem Platz zeigen, weil hier echt? Sind ja eigentlich nur Sterne vertreten, aber jetzt. Ja, jetzt ist ja so eine top-französische Marke eingetroffen. Ne? Dass mein Chef noch nichts gesagt hat, das wundert mich ja. Ja, der kommt gleich. Der will ihn gleich haben. Ja, wahrscheinlich. Krieg ich dann. Nee. Den geb ich nicht mehr her. Der ist genial. Ja. Den Chef habe ich noch nicht gesehen. Wir melden uns gleich wieder. Ja, gut, bis gleich. Tschüss. Ja. Von Linse zu Linse. Das haben wir letztens mit Sascha auch gemacht. Ja. Von Linse zu Linse. Die filmen sich wieder gegenseitig. Ja. So, hier ist der Ausländer bei uns auf dem Platz. Schon ungewohnt. Hier stehen nur Sterne, ne? Ihr kennt das ja hier, unseren Platz. Ich hoffe, der Micha fährt sich ein tolles Auto hier nicht kaputt. Weil wenn man das hier so sieht, mit unseren Kratern hier, da ist der Mond eben gegen. Ja, immer dieses gegenseitige Gefilme. Ja, also ich habe mir den gerade mal genauer angeguckt. Also ich muss mal sagen, im Gegensatz aller Vorurteile, das ist ein wirklich schönes Auto. Der ist groß, da kann ich bequem drin stehen, habe noch 10 cm Platz und ich bin 1,88 groß. Ich war auch erst nicht so überzeugt von diesem Auto, aber als ich jetzt den Micha sein gesehen habe, schon nicht schlecht. Nicht schlecht, Herr Specht. Warte mal. Genau, wir lassen den Büchsenschubser jetzt nicht hier wieder weg. Ja. Mein Disponent hat gerade angerufen, hat gesagt, die Tore werden abgeschlossen, der muss jetzt hier schlafen. Ich hau ab hier. Der Renault hält auch den Tor auf. Mit genug Schwung geht das Tor auch auf. Ja, da fahren wir jetzt durch. Nein, wir lassen den hier raus. Und dann kann er seines Weges ziehen. Ich werde meines Weges ziehen, nach Hause fahren. Richtig. Und ich ziehe jetzt noch eine Stunde bis zu meinem Kunden und dann habe ich auch Feierabend. Guck mal, sieht aus wie ein Schwein. Ja, was soll ich denn sagen, ey? Dreckig bin ich auch. Und ich wollte morgen schon duschen. Ja, wird Zeit, dass ich unter meine Dusche komme. Ja. Ich muss zum Friseur. Du musst schon wieder zum Friseur, ne? Ja, ja. Die Haare sind schon wieder zu lang. Ja. Hallo. Jetzt kommt der nächste hier. Die sind hier noch alle am Arbeiten. Wir müssen mal Pause machen, ne? Stadion fahren. Ja, da hat er recht. Ne? Ja. Morgen geht's Westfalenstadion. Unser 7,5-Tonner-Fahrer hier, Kalle, der sagte mir gerade, er hat mir gerade ganz viel Mut gemacht, hat gesagt, da kommst du nie rein. Ja, das ist eine Herausforderung für dich jetzt. Ne? Ich komme da rein. Rein auch mindestens. Wenn du reinkommst, spätestens übermorgen stehst du in der Zeitung. Das wollte ich sagen. Ne? Also morgen Dortmund, Radio Dortmund hören. Ne? Und ja. Hab gehört, dass das Westfalenstadion für die nächsten paar Monate geschlossen ist. Ja, das war's. War eher das. Ja. Ne? Ja. Aber ich glaube, du machst ein Video davon. Mit Sicherheit. Ja, mit Sicherheit. Ich habe aufgeladen. Das wäre ein geiles Video. Ja. Ne? Ja. So, ich lasse den Büchsenschubser jetzt raus, ich mache das Tor wieder auf. Der das Tor tschüss, Trackaholiker. Der Büchsenschubser fährt jetzt weiter. Ja. Ja. Ne? Jetzt auf ist hier Schluss für heute. Schluss für heute, das reicht. Das Feierabend. Ist da, ausmachen. Drück den Knopf. Mach aus. Jetzt da unten. Wer war das? Aus. Peter Lustig? Genau, Peter Lustig. Ausmachen. So, abschalten. Tschüss. Abschalten. Ja, so schnell ist die Stunde um.
Ich bin um 6 Uhr hier angekommen und der Büchsenschubser hat mich schon erwartet hier, wie gerade schon gesagt. Ja, kurzes alkoholfreies Kölsch getrunken, ein bisschen geklönt und jetzt muss er schon los. Ich muss nur zusehen, dass ich mal vor aufmache. Er will da zwischendurch. Da ist so mein LKW und Heines LKW. Er hat gesagt, er macht einen großen Bogen und kommt da durch. Ich hoffe, mein Spiegel bleibt dran. Schauen wir uns das mal an. Nach 800 Metern nehmen Sie die Ausfahrt Richtung Messe West, dann biegen Sie links ab. Ja, so, es geht wie vorhin schon angekündigt oder gestern angekündigt zum Stadion. Da ist hier dieser Fanshop, die haben von uns jede Menge Paletten gekriegt, aber nicht genug verkauft, deswegen müssen wir da jetzt wieder 70 Paletten abholen. 37 stehen da noch. Jetzt muss ich gucken, dass ich da an dieses Stadion, ich muss aufs Stadiongelände. Und zwar ist dieser Fanshop da hinten irgendwo in der Ecke und alles warnt mich, dass ich da nicht hinkomme. Kalle gestern, der ist gekommen, der hat mir das gezeigt auf Google Maps, wo ich da so hin muss. Und er meinte zu mir, da hinten um die Ecken zu kommen, das ist schon mit einem 7,5-Zoller nicht leicht. Und er vermutet mal, nehmen Sie die Ausfahrt Richtung Messe West, dann biegen Sie links ab, dass ich da nicht unbedingt ankommen werde. Jetzt ist mein Navi natürlich wieder, da ist eigentlich Zufahrtverbot für LKWs, der versucht mich jetzt hier irgendwie drum herum zu leiten. Aber mal schauen. Also, nach 100 Metern biegen Sie links ab Richtung WDR Landestudio. Ja. Dann biegen Sie die zweite Straße rechts ab. Biegen Sie links ab. Mein dann Gott. Biegen Sie die zweite Straße rechts ab. Ja, ich weiß es jetzt. Und der Engländer meint, also der fährt einen 15-Tonner. Da gibt es einen alten Sportplatz. Von da aus käme man auch dahin. Ich fahre jetzt erstmal zum Stadion-Eingang. Da sitzt ein Pförtner. Und ich werde den mal fragen, ob ich denn da hinkomme. Bin ich ja mal gespannt. Ja, wenn nicht, ne, dann müssen wir halt zusehen, nach 100 wir das so hinkriegen. Biegen Sie rechts ab, Strobelallee, dann Ankunft. Ziel auf der linken Seite. Vor allen Dingen ist biegen das ja. Biegen Sie rechts ab, dann Ankunft. Ziel auf der linken Seite. Also, das hier ist ja so gesehen eigentlich dieser Fanshop. Wenn das der richtige denn ist. Aber das sieht nicht so aus. Ich komme hier nicht drauf. Hier sind nämlich Pöller im Boden. Das sieht ja schon. Ankunft. Strobelallee 56. Ziel auf der linken Seite. Ich muss von anders dahin. Wollen wir hoffen, dass wir hier auch wieder rauskommen. Also, ach, hier ist dieser Sportplatz. Ach, das meint er mit dem Sportplatz. Aber da sind doch Pöller im Boden. Oh, das wird immer enger hier. Ich hoffe, ich kann hier irgendwo drehen. Aha, Schrank ist auf. Das heißt, wir kommen schon mal hier durch. Ja. Mit drehen ist hier nichts. Das habe ich mir fast gedacht. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann.
Ja, das heißt rückwärts wieder raus. Das machen wir eben. So, ich habe mir jetzt 7 Meinungen angehört und mir meine eigene Meinung gebildet. Also ich bin da rückwärts aus der Straße raus, bin dann hier über den Pförtner gefahren. Die Leute im Schnäppchenmarkt meinen, ich komme da niemals an und niemals wieder weg. Ich habe mir das übers Fenster angeguckt, da ist der Feuerwehrzufahrt. Das ist schon richtig. Die kann ich nicht nehmen, weil ich da nicht drehen kann. Aber der Pförtner hat mir jetzt den Weg erklärt, wie ich auf den Parkplatz dahinter komme. Da muss ich die Paletten halt so ein paar Meter ziehen, aber das wird schon funktionieren. So, hier schön durch. Am Ende rechts, hat er gesagt. Hier muss man schon so ein bisschen aufpassen. So, das ist aber der Weg, den Karl-Heinz gestern gesagt hat. Hier ist nämlich der Haupteingang, wo die Fense alle reinkommen, wenn sie auch hin wollen. Dann können wir hinten, der macht mir das Tor auf, da geht schon auf. Das geht schon wieder zu. Und dann über den Parkplatz, sagt er. Ja, da ist der nächste Förder, der guckt jetzt ein bisschen komisch. Und dann zu dieser Fanwelt. Ja. Parkplatz ist geradeaus, ne? Ja. Ich muss zu dieser Fanwelt, also geradeaus über den Parkplatz. Zu diesem Fanshop hinten hin. Ja. Er hat gesagt, über den Parkplatz soll ich fahren. Genau. Also geradeaus und dann. Alles klar, danke. So, und das hier rechts der Weg wäre jetzt diese Feuerwehrzufahrt, die ich nicht nehmen kann. Aber ich kann hier schön über den Parkplatz fahren. Ach, guckt mal hier, Leute, was hier für Platz ist. Das ist ja unglaublich. So, dann kann ich nämlich rückwärts hier schön diesen Weg fahren. Mit diesen Pöllern. Drehen wir nämlich jetzt hier um. Tja. Also die Frau im Fanshop sagte mir, ich komme da niemals hin, niemals wieder zurück. Ich komme da doch an. Ja, dann schauen wir mal, gucken wir mal. Bis gleich. Oh,
Gießkanne gekommen. 150 Meter sind das. Von dieser Halle da bis hier hin zum LKW. Anders kann ich auch nicht so stehen oder irgendwo stehen bleiben. Natürlich sind da stehen 37 Paletten. Also die müssen wir alle da rausholen, die dann LKW stellen, aufladen. Ja, ja, toll. Alto Belli, Mann, oh Mann, oh Mann. Gerade schon mal gesagt, vor wegen BVB, echte Liebe. Ich nicht mehr. Also, ich war ja noch nie Fußballfan, aber jetzt bin ich überhaupt keiner mehr. Ich habe 27 Paletten geladen, jede Palette 150 Meter Fußweg. Also 150 Meter Palette hin und mit dem Hubwagen wieder zurück. Das heißt, so circa 300 Meter pro Palette gelatscht. 27 Paletten. So viel bin ich das ganze letzte Jahr nicht gelaufen, glaube ich. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ganz schön unschön. Naja, was will man da machen? Das geht jetzt ins Lager, ins BVB-Lager bei Venus. Da kommt das wieder runter. Ich hoffe doch, dass... also da ist auf jeden Fall Rampenentladung. Ich muss das nicht wieder über diese Hebebühne machen. Und dazu kommt ja noch, dass diese Hebebühne ja nicht so funktioniert, wie sie soll. Die Fußraster da... ich könnte ja, wenn ich wollte, aber ich will ja nicht. Naja, jetzt fahren wir erstmal hier aus diesem Stadiongedöns wieder raus und zur Jurostraße und dann geht es eventuell noch nach Bochum, ein paar Reifen abholen. Ja, da kommt kein Heinz schon, der kann hier schön den kleinen Weg fahren. aber das filme ich heute nicht mehr, weil morgen ist doch mal ganz was Spezielles. Morgen fahre ich nach Romelange, aber ich hole nicht nur einen Container ab, ich hole noch was Spezielles ab. Also als ich das gehört habe, dachte ich auch, ich höre nicht richtig. Deswegen gibt es morgen noch mal jede Menge zu sehen. Deswegen sehen wir uns auch erst morgen wieder. Ich sage bis dahin. So, Ankunft in Romelange, Luxemburg. Ich meine, ich habe euch hier schon zweimal mitgehabt. Ihr kennt das ja eigentlich mit dem Container, aber heute gibt es was Besonderes. Und zwar, ja, richtig, ein Container, ein Zitronenjumper und zwei Paletten mit diversen Sachen. Ja, richtig, ein Zitronenjumper. Der kommt jetzt gleich, mit dem Stab, dann laden wir den auf. Wie wir den genau aufladen und wie ich den sicher und überhaupt, das schauen wir mal jetzt.
bisschen höher. Seit heute gibt es einen neuen Werbeslogan für meine Spedition. Ich habe ja damals immer gesagt, was die Sahne für die Torte ist, der Göbel für Transporte. Ab heute heißt das, ob Stückgut, Autos oder Möbel gefahren wird von Spedition Göbel. Ob ich dafür irgendwann mal Geld kriege, ja, ich weiß ja nicht. Ja, ein sehr interessanter Freitag. Hat sogar richtig Spaß gemacht. Der von Habo war ja diesmal dabei, der Chef selber. Er hat schon so den einen oder anderen guten Spruch drauf gehabt. Allerdings war da heute so richtig was los. Da ist Stillstand, großer Stillstand. Die Öfen, die haben, also das ist so ein Zementwerk, die haben so große Rollöfen, nennt sich das. Das sind so riesengroße Walzenöfen. Da dreht sich der Beton immer und wird gebrannt und getrocknet. Da steht alles still, da sind hunderte von Bauarbeitern unterwegs, die diese ganze Dinge zerlegen, neu ausmauern und da werden Lager neu gemacht und Schrauben neu gemacht und da ist schon ganz schön was los. Da standen drei Autokräne auf dem Platz und lauter Ersatzteile lagen da rum und dann komme ich noch und hole da so ein Auto ab. Da war schon was los. Ja, wie einer meiner Abonnenten vorhin bei Facebook schon trefflich gesagt, die Kiste des Grauens. Die Kiste des Grauens war heute auch wieder grausam schwer. Also, der ist ja mit dem Manitou-Stapler gekommen da, womit er die eigentlich sonst problemlos drauf und wieder runter gekriegt hat. Aber die war heute so schwer. Der von Habo, der Chef, hat mir gesagt, der war zwei, drei Mal in Kastrop und hat noch Sachen nachgeholt. Das ist jetzt alles in diesem Container. Deswegen ist der diesmal so schwer. Also der Stapler konnte nur noch geradeaus fahren. Also wenn der hat versucht abzubiegen, ja, dann die Räder hinten, der lenkt ja hinten, die hatten nicht mehr genug Grip, um die Kurve zu kommen. Wir mussten da schon so ein bisschen Gegengewicht machen, haben wir uns damit zweimal draufgestellt und so. Aber das hat auch nicht viel gebracht. Deswegen ging das alles so langsam. Wir hatten, also der Chef da, ich und der Staplerfahrer, wir hatten doch schon ganz schön Angst, dass er mit dem Container beim Anheben gleich vorne überkippt. Deswegen waren wir froh, als er den hoch genug hatte und dann auf die Ladefläche konnte, wäre er dann nach vorne gekippt, wäre nichts mehr passiert. Ja, Seitenlupe war gar nicht möglich. Wir waren froh, dass er so halt gerade drin war. Also habe ich den LKW dann rückwärts gesetzt, bis der Container dann wirklich an der Stirnwand war. Jede Menge Schaulustige. Vor allem, wo das Auto kam, da standen, haben alle aufgehört zu arbeiten, haben alle zugeguckt, wie wir das verladen haben und gesichert haben und so. Naja, gesichert ist er. Also der Citroën Jumpy, das ist ein Jumpy, kein Jumper, ist gesichert durch die Felgen, so wie die Autotransporteure das auch machen. Ich habe nur diese Feststellkeile oder wie die auch immer heißen, nicht. Also habe ich meine Holzkeile unter die Räder gelegt. So dürfte er sich eigentlich nicht bewegen. Hoffen wir doch. Nicht, dass ich gleich die Plane aufmache und der nur noch ein Haufen Schrott ist. Aber das sehen wir gleich. Ich muss nämlich jetzt an der Erfstadt zwei Paletten holen, auch für Habo. Der ist schon da, der ist gerade angekommen. Ich bin jetzt auch gleich da, 12 Kilometer noch. Und dann geht es zurück nach Kastrop. Da kommt der ganze Klumpatsch wieder runter und dann ist Wochenende angesagt. Ja, das wird auch Zeit. Ich habe nämlich keine Lust mehr. Wetter ist schön und ich will nach Hause, in den Garten oder auf der Couch oder wo ich auch immer hin. Hauptsache nach Hause. Ja, ich weiß gar nicht, wie lange das Video geworden ist. Ich habe so viel Verladeszenen und so viel Fahrszenen und auch so viel wieder gequatscht. Das wird bestimmt etwas länger sein diesmal. Ich weiß nicht, ich kann das gar nicht einschätzen. Deswegen machen wir jetzt hier an dieser Stelle Feierabend.
Ja, das übliche, ne? Ihr kennt, ihr wisst, wie es geht. Kommentieren, abonnieren und die Daumen und das Glöckchen und was haben wir denn noch? Ja, und immer schön Truckaholiker bleiben. Ne? Wir sehen uns nächste Woche hier wieder, wenn es wieder heißt Truckaholic Germany, die Fernfahrer-Doku. Bis dahin. Bye. Bye.